Hallo, am Ende des Moduls 9.3.1 erkennst du proportionale Zuordnungen und kannst diese mithilfe einer Wertetabelle oder einer Geraden erstellen. Kennst du antiproportionale Zuordnungen und kannst diese mithilfe einer Wertetabelle oder einer Kurve darstellen. Und kannst du die Fachbegriffe quotientengleich und produktgleich richtig zuordnen. Stell dir vor, du gehst in einen Burgerladen und bestellst für dich und deine Kumpels das gleiche Menü. Ein Burger kostet 5,50 Euro. Bestellst du für deine Kumpels mit, kosten beide Menüs zusammen das Doppelte, also 11 Euro. Doppelt so viele Menüs kosten auch doppelt so viel. Bestellst du drei Menüs, so zahlst du auch das Dreifache. Ist eine solche Zuordnung so eindeutig erstellbar, so nennt man sie auch proportional. Es handelt sich bei der Berechnung unserer Menüs, genauer gesagt, um eine proportionale Zuordnung. Zwei Merksätze helfen dir, eine proportionale Zuordnung zu erkennen. Je mehr ich von etwas kaufe oder mache, desto mehr muss ich zahlen oder auch machen. Je weniger ich von etwas kaufe oder mache, desto weniger muss ich auch zahlen oder machen. Eine Besonderheit gibt es aber noch. Ich muss auf beiden Seiten bei je mehr, desto mehr immer mit dem gleichen Faktor multiplizieren oder dividieren. Doppelt so viele Menüs kosten auch doppelt so viel Geld. Daher sind die Pfeile als Merksymbol auch gleich lang und zeigen in die gleiche Richtung. Schauen wir uns das nochmal an einer Wertetabelle an. Ein Menü kostet 5,50 Euro. Zwei Menüs kosten 11 Euro. Drei Menüs 16,50 Euro und so weiter. Wenn wir jeweils den Preis durch die Menüs dividieren, bekommen wir immer 5,50 Euro raus. Ergebnisse aus Divisionen, wie die Division von Preis durch Anzahl, nennt man Quotienten. Daher sind proportionale Zuordnungen auch Quotienten gleich, da immer der gleiche Betrag bei der Division von Preis durch Anzahl herauskommt. Stellt man diese proportionale Zuordnung in einem Koordinatensystem dar, so erhält man, wenn man alle Punkte miteinander verbindet, eine Gerade, die im Nullpunkt P00 beginnt. Es gibt noch eine zweite Art von Zuordnungen, nämlich die antiproportionale Zuordnung. Wenn bei der proportionalen Zuordnung die Werte jeweils in gleicher Weise steigen oder fallen, was passiert dann bei der antiproportionalen Zuordnung? Stellen wir uns vor, ein LKW benötigt 6 Tage, um einen Erdhaufen abzutransportieren. Wie viel Zeit würden 2, also doppelt so viele LKWs brauchen? 2 LKWs wären ja doppelt so schnell fertig. Also darf sich die Anzahl der Tage nicht verdoppeln, sondern bei doppelt so viel LKWs halbieren. Die LKWs würden somit insgesamt nur 3 Tage brauchen. Anders als bei der proportionalen Zuordnung halbiert sich die Anzahl der Tage, wenn sich die LKWs verdoppeln. Wenn ich die Anzahl der LKW verdreifache, so muss die Anzahl der Tage durch 3 geteilt werden. Ist eine solche Zuordnung so eindeutig erstellbar, so nennt man sie antiproportional. Es handelt sich bei der Berechnung der LKW-Fahrten also um eine antiproportionale Zuordnung. 2 Merksätze helfen auch hier, eine antiproportionale Zuordnung zu erkennen. Je mehr ich von etwas habe, desto weniger brauche ich. Je weniger ich von etwas habe, desto mehr brauche ich. Die Besonderheit des je mehr, desto weniger gibt es auch hier. Ich muss zwar auf beiden Seiten bei je mehr, desto weniger immer mit dem gleichen Faktor rechnen, jedoch auf der einen Seite muss ich multiplizieren und auf der anderen Seite dividieren. Daher zeigen die Pfeile auch in unterschiedliche Richtungen.
Da der Faktor aber gleich groß ist, sind auch die Pfeile gleich lang. Schauen wir uns das nochmal an einer Wertetabelle an. Ein LKW benötigt 6 Tage zum Abtransport. 2 LKWs benötigen 3 Tage. 3 LKWs nur noch 2 Tage und so weiter. Wenn wir jeweils die Tage mit den LKWs multiplizieren, bekommen wir immer den Wert 6 heraus. Ergebnisse aus Multiplikationen, wie die Multiplikation von Anzahl der LKWs mit der Anzahl der Fahrten, nennt man Produkt. Daher sind antiproportionale Zuordnungen auch produktgleich, da ja immer der gleiche Wert bei der Multiplikation herauskommt. Stellt man die antiproportionale Zuordnung in einem Koordinatensystem dar, so erhält man, wenn man alle Punkte miteinander verbindet, eine fallende Kurve oder auch Hyperbel. Eine Hyperbel ist eine Kurve, die 2 ins Unendlich laufende Enden besitzt. Fassen wir zusammen. In diesem Modul hast du 2 unterschiedliche Zuordnungen kennengelernt. Zum einen die proportionale Zuordnung. Bei dieser Zuordnung verändert sich die Werte auf beiden Seiten proportional. Das heißt, die Veränderung geht in die gleiche Richtung. Je mehr, desto mehr. Je weniger, desto weniger. Bei der Division von x- und y-Werten aus der Wertetabelle kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Daher ist die Zuordnung quotientengleich. Bei einer grafischen Darstellung der Verbindung der Punkte aus der Wertetabelle im Koordinatensystem entsteht eine Gerade, die bei dem Punkt 0,0 beginnt. Im zweiten Teil hast du dann die antiproportionale Zuordnung kennengelernt. Bei dieser Zuordnung verändern sich die Werte auf beiden Seiten antiproportional, also gegensätzlich. Je mehr auf der einen Seite, desto weniger auf der anderen Seite und umgekehrt. Bei der Multiplikation der x- und y-Werte aus der Wertetabelle kommt immer das gleiche Ergebnis heraus. Daher ist die Zuordnung produktgleich. Bei der grafischen Darstellung, bei der Verbindung der einzelnen Punkte aus der Wertetabelle, entsteht eine fallende Kurve, die auch Hyperbel genannt wird. Teste nun wieder dein Wissen, um zu sehen, was du von dem Video behalten hast. Schreibe mit eigenen Worten auf, was eine proportionale Zuordnung ist. Schreibe auf, was eine antiproportionale Zuordnung ist. Erstelle beispielhaft eine Wertetabelle für die beiden Zuordnungstypen und zeichne die 2 grafischen Darstellungen dazu in ein Koordinatensystem. Was bedeutet quotientengleich und was produktgleich?